Die Wahrheit über Mero. In diesem Video gibt es einige Fakten und Wahrheiten über den Rapper Mero. Fangen wir an. Fakt Nummer 1. Name. Enes Meral. Oder besser bekannt als Mero. Viele sind sich nicht sicher, warum hat sich Mero Mero genannt? Hat es was mit seiner Herkunft zu tun? Ist er Türke? Ist er Kurde? Heißt er Mero, weil er ein Mero ist? Oder heißt er einfach so, weil es eine kleine Abkürzung von dem Namen Enes Meral, also sprich dem Meral ist, sondern das AL wegnimmt? MER und O, meine lieben Freunde, also wenn ihr mitdenken könnt, habt ihr vielleicht mitgedacht. Fakt Nummer 2. Herkunft. Enes Meral ist geboren in Rüsselsheim. Viele sind sich nicht sicher, ist er Kurde, ist er Türke. Laut Wikipedia und vielen anderen Informationsplattformen, die ich im Internet gefunden habe, ist Enes Meral ein Türke, hat türkische Wurzeln. War immer Mero, bist du Kurde oder Türke? Mero ist Mensch. Türke, aber auch gleich ein Mensch, aber eigentlich ein Mutant. Dabei spielt es wirklich, ehrlich gesagt, gar keine Rolle, ob er Kurde ist, ob er Türke ist. Er ist in meinen Augen einfach ein talentierter, junger Rapper. Es ist völlig egal, welche Herkunft er hat. Meine lieben Freunde, also gebt ihm wirklich Respekt. Also er hat es verdient, wirklich. Er hat Hype ohne Ende. Er ist einer der bekanntesten Rapper in Deutschland und das müssen wir wertschätzen. Das müssen wir anerkennen. Die ganze Welt kennt mittlerweile schon den Rapper Mero. Mit 18 Jahren hat er die Szene sowas von hops genommen, meine lieben Freunde. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist einfach so. Fakt Nummer 3. Bevor Mero überhaupt mit der Musik begann, hatte er jahrelang zuvor schon bereits Fußball gespielt, auch in einer höheren Liga, in der U17-Mannschaft von SV Darmstadt 98, meine lieben Freunde. Sein Plan war es eigentlich ursprünglich gewesen, Fußballprofi zu werden, meine lieben Freunde. Naja, dieser Plan ist natürlich irgendwie anders verlaufen. Jetzt ist er ja einer der erfolgreichsten Rapper in Deutschland. Nach eigenen Angaben hat er schon seit einigen Monaten oder vielleicht auch schon seit Jahren nicht mehr wirklich einen Fußballplatz gesehen oder geschweige denn einen Ball hochgehalten. Also der ist wirklich nur am Hustlen, der Junge. Fakt Nummer 4. Ihr werdet wahrscheinlich immer wieder dieses Wort dicker Busch gehört haben von Mero oder seinen Gangmitgliedern, sage ich mal. Das Wort dicker Busch hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Mero ist in Rüsselsheim geboren und es gibt dort einen Stadtbezirk namens dicker Busch, wo er herkommt. Deshalb auch dieses Wort Dickerbusch oder Dickerbuscher. Dieses Wort nutzt er sehr oft auf Instagram oder vielleicht auch jetzt nicht mehr. Hat es auch hin und wieder in seinen Liedern erwähnt, meine lieben Freunde. Oder vielleicht jetzt auch nicht mehr, meine lieben Freunde. Also ihr werdet das wahrscheinlich schon gehört haben. Also der ein oder andere Mero-Fan wird wahrscheinlich dieses Wort Dickerbuscher auf jeden Fall kennen. Fakt Nummer 5. Es ist wirklich kaum zu glauben, aber sein Durchbruch bekam Mero auf der Plattform namens Instagram. Mit kleinen Gesangseinlagen und kleinen Rap-Passagen hat er sich mit seinen Jungs, der sogenannten QDH-Family, eine wirklich krasse Reichweite auf Instagram aufgebaut. Er wurde irgendwann von einigen Rappern und Labels entdeckt, meine lieben Freunde. Mittlerweile ist er bei dem Label AON unter Vertrag oder vielleicht wird er auch irgendwie nur von AON und Khatar betreut. Ich weiß es nicht ganz genau, meine lieben Freunde. Vielleicht wird es in den nächsten Monaten oder Jahren auch das Label QDH geben. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Fakt ist, er arbeitet wirklich sehr eng mit Khatar und Enno zusammen. Die sind wohl irgendwie auch irgendwie seine Manager, meine lieben Freunde. Kommen wir zum Fakt Nummer 6 und auch wiederum zum letzten Fakt. Vorwürfe und Kritik. Seit dem Erfolg des Liedes Ballerlos und vor allem seit Jahresbeginn 2019 tauchte vermehrte Kritik an Meros Musik auf. So würden seine Lieder starke Ähnlichkeiten aufweisen und nach dem gleichen Schema komponiert worden sein. Auch die Texte waren vielfacher Kritik ausgesetzt und oft darauf hingewiesen, dass vor allem eine jüngere Zielgruppe seine Musik höre. Was ich ehrlich gesagt nicht so schlimm finde, okay, seine Texte sind etwas sinnlos und auch etwas vielleicht verblödelt und wirklich nur Müll, aber Freunde, vergisst nicht, er hat in seinen Texten jetzt nicht so krasse Anfeindungen gegenüber Frauen oder gegen sonstige Minderheiten oder sonstiges. Also da gibt es, glaube ich, den einen oder anderen Kandidaten in Deutschrap, der wirklich krassere Texte an Start bringt, meine lieben Freunde. Also da sind wirklich Meros Texte, sage ich mal, harmlos und auch in dieser Hinsicht auch für Kinder auch, ja, hörbar und auch nicht so gefährdend, würde ich mal sagen. Doch die allergrößte Kritik hat der Rapper Mero leider, wir müssen es leider wieder betonen, mit den Klicks, Käufereien und dieses ganze Drumherum. Er hätte sich wirklich in die Charts gekauft, auf Spotify gekauft,
Er hätte sich von vornherein seine komplette Karriere auf Instagram nur durch Käufe finanziert, durch Likes, durch Kommentare, gefakte Likes, gefakte Abonnenten und Follower. Also die ganze Karriere von Mero baut sich eigentlich auf einen riesigen, ich würde es mal sagen, auf einer dunklen, schlechten Wolke auf, meine lieben Freunde. So, wir kommen leider wieder zum Ende, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und ich danke euch fürs Einschalten. Peace and out. Ach ja, ganz kurz. Wenn ihr vielleicht einen Lieblingsrapper habt, wo ihr vielleicht einige Fakten hören wollt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, macht euch bemerkbar und vielleicht überlege ich es mir und mache daraus ein schönes Video. Das war's. Peace and out. Ciao.